hier. Nein, nein, da geht's nicht an. Nein. Nein. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schlemmermann-Video. Heute machen wir mal ein kleines wildes Wildkräuter-Moretum. Und zwar ist das wirklich eine komplette Freestyle-Nummer, also sprich, da ist nicht jetzt daran irgendwie historisch. Moretum ist ja abgeleitet von dem römischen Moretum. Dadurch, dass ich hier Frischkäse, ein bisschen Knoblauch und auch noch Olivenöl mit verwende, so als Grundbasis. Aber die Kräuter, die mit hineinkommen, sind komplett frei optional. Und da kann man auch wirklich sagen, man kann nehmen, was man möchte. Und dadurch, dass ich hier in Thüringen alle Kräuter gefunden habe, habe ich es jetzt Wildkräuter-Moretum mit, also beziehungsweise Thüringer Wildkräuter-Moretum genannt. Ja. Du willst mich heute nicht arbeiten lassen, oder? Du willst mich nicht arbeiten lassen, ne? Weißt du, dass ich nicht nein sagen kann? Also die Grundbasis, wie schon gesagt, ist immer der Käse. Das kann Hartkäse sein, das kann Weichkäse sein, was euch am besten schmeckt. Und dazu dann ein bisschen Olivenöl, beziehungsweise reichlich Olivenöl. Das muss dann eine richtig schöne Paste ergeben. Und das erreicht man natürlich nur mit entsprechend viel Olivenöl. Der Knoblauch darf auch nicht fehlen, meiner Meinung nach. Und auch bei den ganzen Moretum-Rezepten, die ich kenne, war immer Knoblauch mit vorhanden. Wie ihr schon gesehen habt, hat mich auch hier ein kleines Funkenbockkätzchen besucht. Ja, die hatte ich auch nicht nur zu Ostern, sondern auch letztes Wochenende, wo ich wieder auf der Funkenburg war. Scheinbar ist die dort heimisch. Ich weiß es nicht. Also ich habe sie da zum ersten Mal gesehen, aber es war auch noch eine relativ junge Katze. Von daher. Aber ihre Gesellschaft war mir durchaus willkommen. Ja, was habe ich jetzt hier an Kräutern verwendet? Ich habe jetzt zum einen Schnittlauch verwendet, beziehungsweise wilden Schnittlauch. Also den habe ich bei uns am Helbewehr gefunden. Dazu etwas Giersch. Den kann man zwar auch wie Spinat kochen, allerdings frisch hat er nochmal so eine Petersiliennote. Und das gefällt mir auch immer sehr gut. Also wer Giersch im Garten hat, der braucht das nicht wegzumachen. Nein, man kann es einfach essen. Das wäre die beste Variante. Natürlich im Frühjahr darf natürlich auch der Bärlauch nicht fehlen. Da gibt es zum Glück um die Funkenburg herum auch reiche Vorkommen, an denen ich mich bedient habe. Und da ich jetzt hier auf der Funkenburg bin, darf natürlich auch mein geliebter Dost nicht fehlen. Ich bin froh gewesen, dass schon einige Pflänzchen da waren. Dost wird auch wilder Oregano genannt. Und demzufolge gibt es nochmal so eine schöne Oregano-Note in das Moretum mit hinein. Und mehr Kräuter braucht es auch gar nicht. Durch den Schnittlauch hat es eine gewisse Frische. Auch der Giersch harmoniert wunderbar, vor allem mit dem Bärlauch. Und der Dost macht das Ganze nochmal so ein bisschen würziger. Geschmacklich war es auch wirklich 1A, also ich habe es wirklich genossen. Und falls ihr mal ein bisschen Moretum machen wollt, nehmt einfach her, was ihr habt. Man kann da wirklich so ein bisschen auch experimentieren und überlegen, was schmeckt ein, was ist eine gute Kombination. Vor allem mit dem Käse und dem Olivenöl. Und das ist immer eine ganz spannende Sache. Vor allem man kann gucken, was man so findet. Und es ist auch relativ schnell gemacht. Also man hat jetzt hier wirklich keinen großen Aufwand. Und hat aber relativ schnell eine gute Beilage zum Brot. Manchmal braucht es auch gar nicht mehr. Manchmal reicht das schon, um sich halt ein leckeres Essen zu machen. Das war es jetzt auch schon soweit mit diesem Video. Es war ein relativ kurzes Video, aber ich wollte unbedingt mal so ein bisschen auch den Frühling begrüßen mit ein paar frischen Kräutern, die ich gleich zu einem wunderbaren Gericht zusammen verarbeite. Nebenbei werden ebenfalls wieder die PayPal-Spender erwähnt, wo ich sehr dankbar bin für die Unterstützung. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann, euer Schlemmerkamane. Ciao.